Oh. Ach, das ist doch eigentlich ganz gut. Wenn die jetzt gegen den Christiberg kämpfen, habe ich hier eine gratis Waffe liegen. Er versucht abzuhauen. Der Christiberg ist auch verletzt, ne? Oh, gratis Fleisch, ne? Seid gegrüßt und willkommen zur 10. Episode meiner RimWorld Let's Play Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. Es schlafen noch alle und ich lasse die Zeit mal schneller voranschreiten. Was macht er jetzt? Stahl holen, das ist gut. Wäre aber schön, wenn jemand sich erbarmen würde, mal da zu arbeiten. Und den Kraftstoffgenerator zu bauen. Gut, das Windding macht wieder was. Hier bitte auffüllen. Nicht einfach weglaufen. So, müssen wir das Ding wahrscheinlich noch verbinden. Morgen, du baust da, du läufst nicht weg und holst den Stahl. Dafür haben wir andere Leute. Das Ding läuft gut. Was ist denn mit dem Strom? Batterien leer, ja, das Ding läuft hier auch nicht. Ich muss mal gucken, was hier Nico. Warum? Ah, du kochst, ne? Ja, weil es kein anderer macht. Ist der Einzige, der Feldarbeit macht. Das machen wir mal weg. Der hat schon zu viel. Nee, ich hoffe, Greg jagt. Ja. Na gut, dass wir jetzt mehr Wind haben. Ich glaube, das reicht nicht, ne? Doch, jetzt reicht es wieder. Da müsste man hier Sachen warten. Die Stromversorgung ist halt wichtig, Leute. Gut, so kriegen wir die Akkus voll. Hauptsache, die Heizung steht mittendrin. Warte mal, wenn wir hier doch einen Raum haben. Oh, können wir das Bett endlich da reinstellen? Wer schläft denn da drin überhaupt? Storch, okay. Er baut seine eigenen Sachen auf. Gut, Eisen haben wir diesmal ja wieder ganz gut. Dann können wir hier weiter mal gucken, dass wir hier ein bisschen ausbauen.
So und so. Ich würde das hier gerne ein bisschen vergrößert haben. Obwohl, nee, nicht so wie da. Abbrechen, abbrechen, abbrechen. Ich würde hier gerne so Zellen hinbauen. Das hier muss weg, warte mal. So, dann würde ich gerne... Boah, 3x3. Eigentlich groß genug, ne? Ja, dann bauen wir das da so hin. Dann könnten wir hier für später auch noch welche hinbauen oder so. Da 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 oder da. Oh Gott, was ist jetzt los? Überfall. Wie viele? 2 Stück. Na, lass die mal kommen. Oh, was jetzt? Grizzly Bear? Fuck! Ich hab... Oh! Ach, das ist doch eigentlich ganz gut. Wenn die jetzt gegen den Grizzly Bear kämpfen, habe ich hier eine gratis Waffe liegen. Er versucht abzuhauen. Der Grizzly Bear ist auch verletzt, ne? Oh, gratis Fleisch, ne? Naja, der ist tot, der ist jetzt halt doof. Er auch? Ja. Wir brauchen halt die Sachen. Na, er ist jetzt Menschenjäger, aber der ist eh bald tot. Ja. Wir müssen nur aufpassen, dass Greg nicht da reinläuft. Was macht Greg? Entfernt Dreck. Das reimt sich ja. Wow. Kann man so sagen. Greg geht spazieren, das ist gut. Oha, der Grizzly Bear kommt hier hin. Oh, oh, was macht Greg? Entfernt Blut. Wie lange hat der noch zu leben? 14 Stunden noch. Oh, pass mal auf, Greg. Kampfmodus. Wie lange hat er noch? 5 Stunden. Dann geh jetzt mal rein. Geh rein? Alter! Okay. Hm, der Grizzly Bear ist gleich tot. Lass mal Greg mal warten, bis der Grizzly Bear hier durchläuft. Zack. Hm, Schock. Boah. Nee, müssen wir töten. Geht nicht anders. Und die jagen. Greg? Den Rest geben, Jagen von Christie priorisieren, dann holt ihr den direkt. So läuft das eben. Alter, wir haben ja gar kein Essen mehr. Ah, Leute, ey. Was stimmt mit euch nicht? Ihr müsst doch hier... Oh, wie kein Material. Können wir keinen Christie-Bär essen, oder was? Ah, gut. Ilarion schlachtet den schon. Ich dachte schon. Das wäre es noch gewesen. Ist diese Mufflonherde eigentlich schon weg? Hier unten. Jagen. Verstehe gar nicht, warum du aufgehört hast zu jagen, Greg. Wo ist Greg überhaupt? Koboldäffchen rekrutieren. Okay, versuch das mal. Okay, Fleisch haben wir jetzt wieder etwas.
Wir haben einfach nichts mehr zu essen da. Nicht euer Ernst, Leute. Und sie räumt erstmal auf. Gute Idee. Wenn du aufgeräumt hast, gehst du bitte forschen. Oh, geht nicht. Okay. Boah, nee, putzen solltest du vielleicht doch nicht machen. Oh, warte mal, jetzt können wir da eine stabile Tür reinsetzen. Bitte abbauen. Wenig Nahrung, ja. Einer ist untätig. Warum bist du untätig? Kochen? Oh nein. Okay. Warum laufen die Sachen nicht? Gut, geht wieder. Gut. Strukturen. Oh, waren wir schon drin. Granitwand. Bauen wir hier so ein Licht hin. Eigentlich muss das Ding auch noch kaputt gemacht werden, damit wir da so einen Lüftungsschacht reinbauen können. Lüftung. Strukturen, Granitwand, dahin. Was machst du? Isst einfache Mahlzeit. Ja, solange wir noch was haben. Ich hoffe, ihr denkt gleich dran, dass ihr was zu essen machen müsst, Leute. Oh, die sind so doof, ey. Aber der macht doch eigentlich nur... Okay, Feldarbeit noch. Ne? Das ist das Problem, dass er das auch noch macht nebenbei. Tierpflege ist auch wichtig. Hilfsarbeit. Bitte koch gleich, bitte koch gleich. Gut, sie kocht. Ilarion pennt noch. Gut. Teamwork. Okay, er räumt jetzt um. Ich verstehe wieder mal nicht, warum hier... Oh, okay. Weil dieser Generator nicht befüllt ist. Aber eigentlich müsste der das doch mit auffangen. Wenn das hier fertig ist, wie warm ist denn das da? Was? So. Map Reroll, nö, ich will die Map behalten. Genau, das Bett von dem kommt jetzt hier rein. Gefangene, Krankenbett.
wird sich gleich jemand um dich kümmern. Oh ne, nicht ausziehen. Greg ruht sich mit anderen aus. Infektionsfaktor, what? Wie kriege ich den jetzt da rein? Wahrscheinlich offen halten. Oh nein, verrücktes Tier Mufflon. Muffalo ist verrückt geworden. Okay. Aber Greg ist ja gerade nicht draußen. So, Greg. Genau, das macht er jetzt schon freiwillig gut. Oh, komm, es greift das Tier meine Sachen an, oder was? Ich würde jetzt sagen, wir bauen noch so ein Ding. Ja, gegen die Falle. Okay, und es wird sterben. 8 Stunden, okay. Gratis Essen. Oh, was tut er? Jagd Muffalo. Oha. Pass bitte auf, Greg. Okay. Warte mal, hier konnte man doch auch irgendwie, dass du was so. Ja, du musst alles können. Damsel. Bin mal gespannt, wann morgen an. Wow, der ist schon dran. Okay. Nix gesagt. Aber bitte auch nachfüllen morgen. Aber mit Holz, das finde ich sehr merkwürdig. Auch auf 60 Stellen, mal gucken, was dann passiert. Ja, ein Glück, dass man das alles einzeln anklicken muss. Hätte ich das hier anklicken können? Wow. Okay. Rohes Essen, Nahrung, frisches Schokolade, Rohstoffe, Pflanzenmasse. Oh. Rohes Essen geht so, okay. Das müssen wir echt gucken, dass wir das herstellen hier. Storch könnte das mal machen. Achso, das Ding geht nicht. Wow. Okay, wir müssen gucken, dass wir wieder Bäume fällen. Seltene, ja, die will ich nicht angreifen. Vorrats. Oh, Vorratskapsel. Oh. Oh. Flake? Was ist Flake? Eine weiße Zubereitung vom Psychit, die aufwärmen. Ja, bestimmt nehmen wir das nicht mit. Das war's, was hier ist, oder was? Hm. Ja, darauf kann ich verzichten. Das habe ich gelesen, das habe ich auch gelesen. Wir brauchen Bäume. Hm, zu klein, nehmen wir. Nehmen wir. Nehmen wir. Guck mal, kommt Storch schon an. Wunderbar. Ja, wieder Stromausfall.
Aber es scheint jetzt besser zu laufen mit den Generatoren. Okay, warum brauchen wir denn so viel Strom? Ich check das nicht. Echt Zeit, dass sie das Ding hier fertig erforscht. Geothermale Energie. Könnten wir von hier und von hier das holen. Dann würde es wahrscheinlich besser laufen. Und Moment, warum ist hier kein Licht? Eigentlich habe ich das noch nicht veranlasst. Gestresst, ja. Selbst schuld. Beengte Umgebung, Dunkelheit, beschuldigte Gefängnisse, leichte Schmerzen, hässliche Umgebung. Tja. Okay, ich will ja nicht so sein. Kriegst du einen Betonboden? Nö, Stahl, Betonplatten. Sandsteinplatten als Boden. Und du bekommst auch bald Licht. Könnt ihr schon mal einen Auftrag geben, dass wir noch neue Räume bauen? Vier mal drei. Da zwei weg. Das hier so hat der halt einen größeren, der einen viel größeren Raum dann. Jetzt dürften alle gleich sein. So. Okay, dann ziehen wir hier eine Mauer noch hin. Denn hier mitmachen? Nee. Ja, mal schauen. Das hier wollte ich ja auch zu haben. Brauche unbedingt Granit, kann auch Sandstein nehmen, haben wir doch genug von. Irgendwie kochen die Leute nicht, ne? Doch. Er isst erstmal. Der Ilarion. Ah, Nico kocht gut. Was macht er denn dann? Ach so, Hund trainieren, okay. Bei Fuß, wow. Hauptsache, die Fallen stehen hier auch noch. Temperatur noch überall gut, ne? Ja. Ach, die Generatoren wärmen auch auf. Okay. Er arbeitet da oben, wo der Gefangene schläft. Voll gut. Tja, beengte Umgebung hast du dir selbst zuzuschreiben. Richtig gemütlich, okay. Kommen wir vergrößern vielleicht doch die Zelle. Ich will ja eigentlich rekrutieren, ne? Wow, die haben genauso große Zimmer wie hier, die. Okay. Oha, rohes Fleisch haben wir jetzt aber genug, ne? Minus 4 Grad, nur Alter, es muss kälter sein.
Mufflonfleisch? Nee, warte mal, hier muss ich umstellen. Okay, ich muss irgendwie gucken, ob ich hier so eine Schleuse mache oder so. Aber ich glaube, sonst geht hier zu viel verloren. Nee. Das hier muss weg. Und hier muss ich in so eine Schleuse bauen. Das geht gar nicht. Oh fuck. Obwohl? So vielleicht. Dann ist das hier quasi eine Schleuse. Machen wir das hier aber weg als Tür. Morgen? Sollst du sie abreißen, bitte? Sorry, habe ich weggemacht, ne? Sorry. Dann direkt eine Kopie bauen. Oh, wir haben kein Holz. Warte mal. Strukturen. Wand aus Holz, Wand aus Sandstein. Arbeiten an Wand. Gut. Alter, warum ist das da so mega warm drin? What the fuck? Jedenfalls bleibt es hier ein bisschen kühler. Das ist doch schön. Storch, du machst mal in deinem Zimmer weiter, bitte. Sehr schön. Geht's ihm jetzt hier eigentlich besser? Ah, gut. Ist nicht mehr am Meckern, dass es zu klein ist. Das ist schön. Möbelböden. Das hier war das günstigere, ne? So, das läuft dann doch. Ihr habt diesen ultra großen Tisch hier drin stehen. Wie muss ich das hier noch ändern? Das gefällt mir nicht. Genau, ich muss das hier irgendwie größer kriegen. Er braucht ein Zimmer. Das hier muss unbedingt fertig werden. Oder da, ist mir scheißegal wo. Damit wir das Lagerdings wieder vergrößern können. Mit zwei Türen, das ist auch gut. Sonst läuft immer zu viel. Da muss ich auch gucken, wo ich die Stromerzeugung hinbaue. Zentral wäre ja eigentlich ganz gut. Ich sehe schon, wir haben hier wieder keinen Platz für das ganze Lederzeug, ne? Oh, Leute. Wie mache ich das am besten? So ein Warenlager direkt da dran wäre ja auch ganz gut. Ich würde sagen, wir graben uns hier auch mal etwas weiter frei. Hier noch so ein Lager anbauen. Wo hackt ihr denn wieder? Ach, im Gefängnis da, ne? Okay. Böden. Oh, mach doch bitte erstmal da weiter, wo du angefangen hast. Und Greg, bitte. Was? Ne, Greg ist gar kein. Du hast da jetzt repariert, du machst jetzt hier auch bitte weiter.
Genau, morgen macht da sein eigenes Zimmerchen quasi. Wir müssen also eine Sandsteinwand setzen hierhin, hierhin, hier eine, ja komm, Granittür. Den Boden machen wir hier auch da draus. Wunderprächtig. Wandlicht dahin. Was auch eins. Hier kommt so ein Temperaturschacht rein, so ein Lüftungsschacht. Gut. Hey, wir haben zu essen. Keiner heult rum. Es wird irgendwas Böses passieren. Moment, was war hier rot? Ach ja, dieser Durchgangsraum. Oh, ich bin ein Idiot. Oh, wie mache ich das am schlauesten? Stimmt, ey, die Kühlkammer. Holy shit. Da kann ich es nicht leiten. Ach, ich bin auch doof, ey. Das Ding bauen wir vielleicht hier hin. Oh, die Leute sterben da drin, ja. Kann ich die Heizung einsparen? Voll die gute Idee. So, morgen, was machst du? Ah, den Herd reparieren, okay. Was hat denn der? 95, warte, das machst du jetzt? Warte, Holz, nee, du machst erstmal das hier bitte. Holzwand, Holzwände sind nicht so toll. Sandsteinwände sind die neuen Holzwände. Gut. Hä, macht ihr beide jetzt die Fliesen da rein? Okay. Nur wenn das so geht. Ein bisschen schneller, Leute. Risiko Zusammenbruch Storch. Oh, was ist mit ihm wieder? Abscheuliches Schlafzimmer. Hallo? Oder bau doch mal deinen Bums hier weiter zusammen, ey.
So, ihr macht beide mal den Raum da fertig. Flüchtling gejagt bei Süßkartoffeln. Ein bla bla bla, drei Bogenschütze, ein Büßer. Kolonie, was? Sie fleht um Hilfe. Was ist sie denn? Ah, toll. 48 Jahre alt. Okay. Komm, wir ignorieren es mal. Wir haben gerade keine Zeit für sowas. Ja, wenn es Storch ist, der kommt schon klar damit. Warum baut er das hier eigentlich nicht weiter? Ach, wir haben kein Holz. Oh, sind die wieder zu doof, das hier selber zu machen? Nee, 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 nee. Hier ist doch noch... Hä? Wer ist denn für euch, von euch hier? Storch. Okay, du machst mal nichts mit Bauen. Nichts mit Bergbau. Okay. Ich habe zwar gesagt, du sollst nichts damit machen, aber okay. Wo geht Crack hin? Bearbeitet Steine, okay. Oh, das ist auch mal wieder gut, dass du das machst. Okay. Das schafft ihr doch, Leute. Was war das hier nochmal? Tee. Klappt das jetzt hier mit der Wärme? Oha, 27 Grad. Wir bauen das Ding dann mal. Boah, wohin denn? Ja, erstmal woanders hin. Erstmal raus hier. Mal schauen, wer das macht. Wahrscheinlich morgen. Aufgabe bewusstloser Flüchtling. Was? Das ist wieder auf der Map, ne? Kann ich nicht machen, Leute. Sorry. Was macht morgen? Ich muss diese Fallen mal ersetzen, irgendwie. Abreißen, abbrechen, abbrechen. Dann bauen wir lieber Pfeilen aus Sandstein. Hauptsache morgen holt das Holz selber. Macht er jetzt? Bonnie, nee, nee, nee. Du machst erstmal hier den Raum fertig. Alter, das wird dein eigenes Zimmer, du Idiot. Dann halt nicht. Oh, natürlich kein Strom, ne? Doch. Das Ding ist doch hoffentlich angeschaltet. Ja, die sind verbunden. Was tut morgen wieder? Und du sollst die doofen Fallen nicht bauen, du sollst da was machen.
Wo ist Nico eigentlich? Könntest ja auch irgendwie lieber forschen. Gut, geht doch. Boah, morgen macht er einen fucking Raum fertig. Möbel? Nee, Boden, Boden, Böden. So, das bitte dahin. Das Schränkchen dahin. Die Kommode dahin. Heizung braucht man nicht, Licht haben wir. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann läuft ja alles ganz okay. Und ich beende die Folge für heute. Wenn es euch gefallen hat, bewertet sie doch. Ihr könnt mir auch gerne einen Kommentar schreiben. Und damit ihr kein neues Video verpasst, könnt ihr natürlich auch meinen Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal.